in der letzten Episode. So, das geht schneller. So, wo seid ihr fertig? 69, 27. Ich schätze, der Darm ist trotzdem früher fertig. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus. Wir sind in der Folge 24 und bereits in Tag 7. Also, man sieht schon, dass hier teilweise die Rekorde schon von uns jetzt sozusagen übernommen werden. Wir haben erstaunlich gut mit unseren Kalorien gehaushaltet. Das ist echt krass. Also man sieht, dass wir da jetzt teilweise die Rekorde aufleveln. Wir sind allerdings sehr wenig draußen. Ja, die Gefahr ist groß. Und aus dem Grund, weil hier, nein, nicht hier, oben, ach so, ja, das Loch ist tatsächlich da drin. Okay. Ja, lustigerweise von draußen kann man dann durchgucken. Mhm. Logisch. Genau, da vorne trocknen Darm und Ahornschößling für einen Bogen. Und wir müssen noch ein bisschen Zeit totschlagen. Wenn wir zu lange drin bleiben, haben wir da Lagerkoller-Risiko. Und das Futterproblem ist natürlich auch ein kritisches. Also wir sind ganz knapp dabei und ich würde das ungern so riskieren. Und der Tag heute? Oh, minus 6 Grad nur. Oh, das ist der Hammer. Na gut, es ist auch schon Mittag. Na toll. Ja gut, da muss man jetzt halt durch. Wir haben noch ein bisschen Kisten gekloppt, damit wir Holz haben. Weil das Problem ist, dass wir eventuell in eine kritische Wetterphase kommen. Und ja, Risiko sollte man hier tatsächlich ja ausschließen, soweit es geht. Und der Weg ist halt doch ein ganz weiter. Also da müssen wir echt ein ganzes Stück laufen. Ich werde dann hier schon mal den Durchgang versuchen. Ja, wir sind jetzt relativ lang im Ort der Trostlosigkeit, weil wir halt diese Bogengeschichte noch auf Vordermann bringen müssen. Wir müssen natürlich dann in Zukunft dann auch schon, sag ich mal, für weitere Pfeile und Bogengeschichten. Nebel das weiter zu? Oh, bitte nicht. Alles schon vorbereiten. Also da, ich sag mal, für Pfeile haben wir tatsächlich jetzt jede Menge Schösslinge schon abgeknöppelt, die jetzt auch schon beginnen zu trocknen. Och, die Vögel. Hervorragend. nee, wir gehen da lang. genau, wir haben schon jede Menge Schösslinge abgeknöppelt, die jetzt trocknen. Das sind dann unsere zukünftigen Pfeile. Die müssen wir halt mitnehmen, wenn wir denn das Gebiet verlassen. Das ist klar. Wir müssen da eh gucken, dass wir da so sauber wie möglich hier rauskommen. Das heißt, der soll also die Hibernia entsprechend abchecken. Und natürlich dann nochmal die Riken rein und da gucken, was man eventuell mitnehmen kann oder mitnehmen sollte. Ja, und dann würden wir halt gucken in der Küstenstraße. Also natürlich müssen wir durch diese, wie heißt die, zerbrochene Schnellstraße oder so ähnlich, zerbröckelnde. Müssen wir natürlich durch. Und da gibt es auch noch eine Hirsch auf halber Strecke. Und da werden wir vielleicht sogar... Also müssen wir dann auch gucken, dass wir da Holz mitnehmen. Uns vorbereiten, Holz mitnehmen. Weil dort ein Hirsch ist. Und den können wir auch noch auseinandernehmen. Sollten wir auch. Also ganz ehrlich, das sollten wir echt machen. Und ja. Dass wir da einfach zu Rande kommen. Den Hirsch, dann haben wir da noch ein paar Kalorien. Was ändert sich gerade? Ich weiß aber nicht was. Irgendwie schien mir das auf einmal blau zu werden. Ja, das sind einfach nur die üblichen Wettersperrenzchen hier. Oh, die Temperatur. Minus 3 Grad. Oh, das ist der Hammer. Wenn wir die Windkühler noch ausschalten, dann können wir das sogar blocken. Oder? Ja, ich glaube schon. Ja, Tatsache. Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Also, hä? Moment mal. Wir haben Luft minus 15, Windkühler. Ach, die Windkühler ist schon komplett geblockt. Ja, ja, der Hammer. Ja, dann ist das tatsächlich normale Temperatur. Okay. Gut. Das würde für mich bedeuten, halt an dem Hirsch müssten wir ein Feuerchen machen. Dass wir da nicht zu sehr auskühlen. Wobei es geht, es geht. Es ist nicht so schlimm. Es
so kommen wir natürlich dann gut durch. Ja, also wir werden so lange natürlich in dieser Region bleiben, bis wir den Bogen haben. Die Pfeile können wir noch durchbasteln, auf jeden Fall. Ist ja lustig. Das Wetter macht zurzeit also keinen Unterschied, ob wir was wollte ich sagen? Ob wir im Windschatten sind oder nicht. Okay, genug Holz. Das reicht auf jeden Fall. Wir haben tonnenweise Altholz dabei. Jetzt gibt es noch neue Federn. Da ist noch eine. Okay. Ja, hier war irgendwie keine Leiche. Normalerweise liegt hier noch eine, aber diesmal nicht. Schade. Weil dann liegt dann manchmal auch ein Bogen dabei. So, wie sieht das hier aus? Temperaturmäßig. Ja, also geht's halt runter, das will ich nicht. Wir trinken erstmal. So, wie viel Wasser haben wir jetzt noch? Ah, wir haben noch mal nicht. Okay. Dann machen wir mal ein Feuerchen. Ja, mit dem einzigen, was wir haben. Sollen wir dann Brandbeschleuniger nehmen? Na, eigentlich nicht. Naja, gut. Oh, Gott sei Dank klappen die Feuer direkt. Das ist der Hammer. Okay, dann holen wir uns erstmal. Ja, wir holen uns erstmal das Fleisch raus. Mit der Axt. Da ich nämlich nicht weiß, wie gut uns das Wetter gewogen ist, mache ich lieber erstmal das. Oh, nur 18%. Ist ja nicht so gut. Okay, gut. Dann hauen wir jetzt noch einen Altholz drauf. So. Und zieht da den Rest noch raus. 55 Minuten. Ja, das ist zu knapp. So, jetzt. Das kommt da nicht drauf an bei dem Altholz. Gut, das war's hier. Alles klar. In dem Fall würde ich sagen, wir kochen uns noch Kräutertee. Sollen wir uns noch einen machen? Naja, wir lassen das erstmal. Lackpulling-Tee, geschmacklos, das machen wir natürlich nicht. Wir hauen noch einen Stock rein und machen noch 1 Liter Wasser. Uah, das war aber knapp. Alter Schwede. Hervorragend. Gut, das ist jetzt nur bei 68%. Aber das sind fast 1400 Kalorien. Ach, es fühlt sich an wie 1 Grad. Na gut, unter den Umständen würde ich ja sogar fast noch ein bisschen Holz kloppen. Und einfach draußen zu bleiben. Wie gesagt, gleich das Gewicht. Ja, das Gewicht ist super. Ja. Sehr gut. Weil dieses Zedernholz, das nehmen wir dann nämlich mit, wenn wir das Gebiet verlassen. Dann haben wir das schon mal. Das lassen wir auch gleich bei der Riken. Wir müssen jetzt noch gucken wegen der Wölfe, dass wir da halt irgendwie aus deren Schnüffelgebiet bleiben. Das wäre ja schon praktisch. Das heißt, wir müssen relativ dicht an der Küstenlinie entlang. Küstenlinie ist gut. Eiskante. Mhm. Gut, hier draußen geht die Temperatur runter. Auch minus 1 Grad, das ist ja nix. Nix. Ja, da ist dann diese 2 Grad Geschichte wieder von Vorteil, weil minus 1 und minus 3 ist halt dann das Dreifache. Von nix, ja. Das Dreifache von nix. Mhm. Großen Bogen. Da hinten ist einer, okay. Wir laufen noch einen größeren Bogen. Wenn man einen kleinen Temperaturhit kriegt, ist nicht so schlimm. Das mit den Prozenten, das klappt relativ gut. Also wir hatten in diesem Leben relativ viel Glück. Das Einzige, was mir ein bisschen noch Kopfschmerzen bereitet, ist diese Feuergeschichte. Wir haben nur ein Feuer. Streichholzschächtelchen gefunden bisher. Haben davon aber Gott sei Dank 4 Feuer machen können. Keins verschwendet. Das ist ja schon praktisch. Ja, die Magnesiumfackel will ich da eigentlich nicht für verwenden, aber wenn es nicht anders hilft, dann macht man das natürlich. Ja. Küstenstraße wäre, also meines Erachtens nach wäre das halt erstmal die nächste Region,
wo wir dann halt gucken müssten, dass wir irgendwie in diesen Küstenort reinkommen. Da muss man halt mal gucken, wie man das am geschicktesten macht. Weil das Problem sind natürlich die Wölfe, ist klar. Wie immer auch. Wie immer. Und, ach so, apropos, ja, das müsste man ein bisschen noch nach unten drücken. Da hast du vollkommen recht. Danke für den Hinweis. Okay. Okay, den Hirsch würde ich jetzt schon in der Riken auslegen. Wobei, macht das Sinn? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Doch, ich denke, es macht schon Sinn. Genau, dann würde man über die Brücke gleich rechts hinten an der Kirche entlang. Dann kommt man eigentlich hier in dieser Region ganz gut um die Wölfe herum. Also wenn man nicht in den Leuchtturm muss oder in die... irgendwie an diese zerfallene Brücke oder so. Dann kommt man eigentlich meines Erachtens nach hier ganz gut um die Wölfe herum. In der Küstenstraße nicht ganz so einfach, ja. Aber da könnte man halt echt die ganzen Häuser abklappern. Also ich bin mir sicher, dass wir irgendwas finden werden. Irgendwas Feuermäßiges werden wir garantiert in der Küstenstraße finden. Dafür ist da einfach auch zu viel. Ansonsten. Wieso sind wir jetzt gerade hier? Weiß ich nicht. Achso, weil wir das hier die Gedingens rauslegen wollten. So, dann sind wir das nämlich los. Dann würde ich hier auch schon mal vorbereitend für unseren Gang nach raus aus dem Gebiet. Alles leer, okay. Ist tatsächlich nur diese Kiste hier. Wir haben ja hier ein paar Bücher. Und vielleicht sollten wir die mitnehmen. Auch das Ding sollten wir vielleicht mitnehmen. Schmerzmittel, ja. Wassertabletten wäre vielleicht auch eine Idee. Die Holzgeschichte lasse ich jetzt einfach mal drin. Auch die Schmerztabletten lasse ich soweit jetzt erstmal drin. Das ist ja eh schon wieder ein Haufen Stuff. Das muss ja nicht sein. Falls wir nochmal wiederkommen. Oder anders ausgedrückt, wenn wir nochmal wiederkommen. Sehr schön, auf geht's. Huch, hat sich das Wetter gerade geändert? War das nicht vorhin neblig? Naja. Ja, man sieht, es klart gerade auf. Okay, alles klar. Gut. Klart es auf oder wird das neblig? Irgendwie kann sich das Wetter noch nicht so wirklich entscheiden. Sehr schön. Gut, es ist ja noch nicht so spät. Gut. Mal ein bisschen Zeit draußen verbringen wäre ja nicht so verkehrt. Sehr schön. Ein Mond. Ich würde hier gern auch wieder durch. Ist das okay? Man hört doch die... Also ich habe wieder die Krähen von Bären gehört. Ja. Wir gehen jetzt auch rein. Das Gute ist, wir brauchen jetzt auch nicht so viel. Gut, wir werden trotzdem 9 Stunden schlafen. Okay. Das ist unser Stuff. Wasser. Ja, ich nehme nochmal eine Flasche mit. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal nach unten. Ich weiß nicht, ich nehme jetzt mal die Abkürzung. 87 und 49, oh. Das sind noch mehr als 2 Tage. Das sind noch 3 Tage. Warte mal, wir gucken mal ins Journal. Wann waren denn gerade die stille Lichtung? Abgelegene Ecke, so heißt das Ding. Genau, vor 2 Tagen. Das heißt, 2 Tage braucht es noch. Gut, dann würde ich sagen... Holz, genau, wir wollten das Holz ablegen. 5,5 Kilo, alter Schwede. Das behalten wir. So, das nehmen wir. Und dann machen wir uns bereit für die Nacht. Gut. Sehr schön. Ja, wir werden das brauchen. Cool. Sehr schön. So, dann heißt das... 11 Stunden. Wahrscheinlich wird es nicht mal so viel. Ah ja, sehr schön.
ist auf 80%, Leute. 80. Das muss man sich mal geben, in diesem Modus auf 80% zu kommen. Okay. Gut. Wir machen erstmal den Check hier, wie es hier aussieht. 95 und 58%. Okay, das braucht tatsächlich noch eine ganze Weile. Naja, gut. Dann werden wir erstmal gucken, dass wir Sachen loswerden, die wir jetzt erstmal nicht brauchen. Wie zum Beispiel diese Bücher. Ja, wir haben noch nicht genügend Kalorien. Das müssen wir alles verschieben. Junge, das ist erstmal egal. Okay, das Fleisch sollte man hier irgendwo deponieren, dass das halt nicht noch weiter von der Qualität abnimmt. Das hätte man eigentlich gestern schon machen sollen. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ich will leicht werden. Ich will. Ah, das Holz. Das Holz, das Holz, das Holz. Passt das überhaupt da rein? Nein. Okay, dann schmeiße ich jetzt einfach erstmal dazu. Hier vorne hin. Ja, wir müssen Zeit schinden. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen den Tag um die Ohren hauen. Und ich würde das gerne draußen machen. Erstmal. Einfach Lagerkoller-Risiko. 2 Tage drin, das kannst du vergessen, diesen Modus. Da bist du, da hast du es auf jeden Fall. Gut, dafür. Jo, Temperatur ist natürlich nicht so gut wie gestern. Aber es ist auch noch morgens. Das darf man nicht vergessen. Aber hier gibt es auch nichts irgendwas dazwischen, so. Rückzugsmäßig. Das wäre ja was gewesen da drin, weißt du? Aber, nö. Ist nur Deko. Gut, dann suchen wir uns einfach ein paar Kisten. Vergiss es. Vergiss es. Das ist einfach viel zu kalt. Boah. Das funktioniert so nicht. Ja, genau. Was ein Mist. Jetzt sind die Prozente auch einfach weggeflossen. Jetzt sind wir nur noch bei 61%. Boah, das geht echt so schnell. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, das kostet halt Beil. Das mache ich auf gar keinen Fall. Du, ganz ehrlich, zur Not warte ich einfach nur. Wenn man da halt jetzt nichts, sag ich mal, Sinnvolles draus machen kann. Komm, steh auf. Ich will nur gucken, ob wir da hinten wirklich nichts übersehen haben. Oder ob da neue Sachen spawnen, aber... Nö. Dem ist nicht so. Gut. Dann kloppen halt hier Kisten. Das ist schon wieder geheilt. Sehr schön. Dann könnte man ja so Ping-Pong machen. Ein paar Kisten drin. Ein paar Kisten draußen. So, was trinken. Komm. Gut. Tag. Halbzeit. Alles klar. So, da haben wir schon mal das erste Holz. Weiter geht's. Ah, wir sind noch lange nicht fertig. Ja, hier gibt es noch ein paar Sachen, die man mit Hand machen kann. Das ist mir präferiert. Achso, da kommt man nicht durch. Ja, die haben auch diese Steine so positioniert, dass selbst wenn du das wegklopfst, nicht durchkommst, weil du ja nicht über Steine steigen kannst. Mhm. Ah. Oh. Oh. Alter Schwede, steht er hier vor der Tür, der Penner? Boah. Hilfe. Was ein Schreck. Ist ja schön, dass er hier reinkommt. Ich dachte, es wäre ein Wolf. Da habe ich gedacht, naja, gut, dann gibt es ja wenigstens den Kampf. Dann hast du wenigstens ein bisschen was. Aber ein Bär, nö. Kein Interesse. Wieso mache ich das eigentlich jetzt schon? Mhm. Was ist das eigentlich? Was ist das hier? Naja, was auch immer das ist. Steht der Bär da vor der Tür. Ja, toll. Das Gute ist halt, dass der jetzt auch weiterhin da vorne steht. Ja, das heißt, wir könnten nicht mal vorne raus. Hm. Das ist natürlich ärgerlich. So, 4 davon und dann... Ich glaube, 3 sind es pro Feder. Pro Pfeil.
Ja. So, was trinken. Und dann den letzten Pfeil. Sehr schön. Alter Schwede, das war ein guter Schreck. Okay, wir sind noch lange nicht müde. Gut, aber wir haben die vier Pfeile, das ist schon mal gut. Warte, ich stecke die mal erstmal wieder in den... hier rein. Warte, hier sind die. Sehr schön. Cool. Echt cool. So, wie sind die? 60, 85. Ja, das ist auch schon fast fertig. 57. Ah ja. Gut, die Ahornschösslinge sind soweit schon fertig. Der Darm braucht halt noch, das heißt 68%, der braucht noch wahrscheinlich 2 Tage. Was könnte... Ne, den Ahornschössling... Warte mal. Entschuldigung. Albrecht. 2 Därme. Wir brauchen 2 Därme. Ja, das wusstet ihr wahrscheinlich schon. Toll. So ein Mist. Ich hätte mal reingucken sollen. Okay. Nicht gut. Das ist nicht gut. Alter Schwede. Okay, dann werden wir versuchen, die Nächte so kurz wie möglich zu halten. Also nicht auspowern, künstlich auspowern, um zu sagen, man schläft dann halt. Sondern gucken, dass man eher Tag-Nacht-Gleiche schafft. Und vielleicht eher ein bisschen später aus dem rausgeht, als jetzt gleich morgens um 6 Uhr oder so. Weil es dann noch zu kalt ist. Die Frage ist, was machen wir? Man braucht halt einen warmen Tag. Also einen relativ warmen Tag. Huch. Ach, wir haben eine Aurora. Wunderschön. Ja, dann gucken wir uns das mal an. Gibt keine Radios hier, oder? Hab ich, glaube ich, keins gesehen. Nee. Sieht nicht so aus. Nee. Nicht hier. Okay, dann hoffen wir, dass der Bär zu Hause ist. Was sagt euch die Temperatur? Naja, es ist schon Wind. Schatten geht es. Seitdem ich weiß, dass der Bär hier rumlaufen kann, fühle ich mich nicht mehr so wirklich sicher hier. Ja, das ist wunderschön. Ja, ich überlege halt, ob man jetzt nicht einfach draußen ein bisschen Zeit verbringt. Irgendwie versucht, in den Windschatten zu kommen. Irgendwie so halt. Ist das Windschatten? Ja, dann sind es ja nur minus 2 Grad. Ist immer noch Windschatten. Sehr schön. Okay, jetzt ist es zu kalt. Der Windschatten ist weg. Ja, immer mal ein paar Stunden einfach draußen sein. Jetzt könnte man aber auch so langsam pennen gehen. Okay, dann passt das ja ungefähr. Ja, da sagst du was jetzt. Das ist immer, wenn du reinkommst, ist immer das Licht hier ganz furchtbar. Hupf. Okay. Ja, da müssen wir den anderen Darm noch herholen, dass wir die beide hier haben. Das bedeutet aber auch, dass wir noch ein paar Tage brauchen. Wir sind drin, Junge. Ja, ja, da kann man doch gar noch mal 2 Pfeile basteln. Das ist cool. Das ist cool. Ja, es ist schwarz. Ist für mich also genauso schwarz wie für euch. Huch, hier ist es. Irgendwie hier. Alter Schwede. Okay. Gut. Achso, Moment mal, das Fleisch ist noch unten. Ja, Entschuldigung, da müssen wir noch mal runter.
irgendwo hier. In dieser Schwärze. Da. Oh, das ist ja noch 44% runter. Das ist tatsächlich drinnen dann nicht so günstig. Mhm. Okay. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, drückt uns die Daumen. Das müsste aber für eine Nacht reichen. Oh, Glück gehabt. Ne, das reicht leider nicht für eine Nacht. Okay, Moment. Jetzt will ich nicht wieder durchfallen. Ja, das geht bald schon wieder zur Neige. Krass. Also, da sollte man gleich mal so 20 Liter kochen. Irgendwie schon, also in diesem Modus. Sehr schön, dann da sage ich auch vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge Därme holen und noch Zeit totkloppen. So sieht's aus. Irgendwas müssen wir auf jeden Fall noch machen, damit wir die Zeit totschlagen und nicht zu viel drin, nicht zu viel draußen. Ach ja, sehr schönes Balancieren. Ich wünsche euch einen guten Tag. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.